Hallo und guten Tag und herzlich willkommen zu Einfach Schön. Ja, zu einem wunderbaren beginnenden Tag gehört natürlich eine fantastische Tasse Kaffee. Und die kriegt man, ja, würde ich sagen, am besten aus einem Kaffeevollautomaten. Mittlerweile gibt es ja unendlich viele davon. Ne? Am Ende wollen wir ja alle nur eins, Kaffee trinken. Ne? Da hat Chibo zum Beispiel ja jetzt ein Gerät auf den Markt gebracht oder vor längerer Zeit für 219, wenn man Kartenbesitzer ist von Chibo, wenn man keine für 269. Der macht auch ganz super und lecker Kaffee. Allerdings, da fehlt hier und da doch so ein bisschen Heißwasser. Zwei Tassen auf einmal kochen und. Das geht damit alles nicht. Da, wenn man jetzt ein bisschen mehr bezahlt, hat man hier von De'Longhi eine wunderbare Alternative. Weil der bietet schon recht viel. Für 3,99 ist jetzt ganz neu auf den Markt gekommen. Und das gucken wir uns einfach mal genauer an. So, Geheimnis ist da nicht dabei, ist wirklich selbsterklärend. Das finde ich auch toll. Hier ist Heißwasser oder Dampfdüse. Was gut ist, hier auch verstellbar natürlich. Das finde ich immer super. Man kann machen normale Espresso 40 ml. Ein Long Espresso von 120, eine Tasse Kaffee für 180 ml und ein Long Kaffee mit 160 ml. Dann natürlich heiß Wasser oder Dampf. Man kann die Bohnenstärke, die steht immer auf 3. Wenn man jetzt sagt, ich will aber stärkeren Kaffee, kann man den wunderbar hier einstellen, wie man sieht, oder auch hier zack kann man Kaffeepulver reingeben. Das ist dann hier oben der Fall. Da kann man einen Löffel Kaffeepulver reingeben, drückt das gewünschte Format und schon hat man Pulverkaffee, wenn man zum Beispiel koffeinfreie Kaffee trinken will. Oder der eine trinkt Fairtrade, der andere nicht, was auch immer, egal, ist alles möglich. Ne? So, ganz einfach erklärt, hier ist die Auffangschale komplett, hier ist der Dresdner, da geht schon einiges rein, wir haben schon einiges ausprobiert und es ist noch Platz. Wasser ist hier an der Seite, finde ich auch ganz easy und toll gelöst. Früher musste man da immer mit der Kanne da oben drauf rummachen. Dann oftmals haben die Leute dann anstatt den Bohnen verrannte das Wasser rein, da war die Maschine am Arsch. Das ist hier nett. Hier oben ist schön wunderbar der Bohnenbehälter. Sie sieht halt sehr hochwertig aus durch den schwarzen Lack. Dann ist natürlich ein Rädchen dafür, für das Mahlwerk zu kontrollieren. Was ich auch noch sehr gut finde, diese Maschine ist nicht so laut. Da zeige ich euch jetzt mal hier, wir machen uns einfach mal ein Tässchen Kaffee auf. Also, ne, ihr könnt mich dann trotzdem noch verstehen, ich muss jetzt nicht brüllen. Ich finde eine angenehme Mahllautstärke und es geht relativ flux, wie man das kennt. Da kommt das schon. Da kommt er, jawohl, da ist er schon da. Geht flott von der Hand. Also ich finde für den Preis, finde ich ihn ganz gut. Oben steht wieder Werbung, weil man ja Markennamen nennt. Ich habe das Ding selbst gekauft, also ich werde nicht gesponsert dafür. Und duftet schon so herrlich nach Kaffee. Also ich habe jetzt die ganze Zeit PET-Maschinen gehabt, die natürlich auch voll, also ich habe eine tolle gehabt, da kann mit Milch und tralala und alle mögliche. Aber
Ich frage mich immer, was ist in dem Pad da drin? Weil der Kaffee ist ja so preiswert. Und jetzt will ich einfach mal wieder ehrlichen, normalen Kaffee. Bohne, Wasser, fertig. Und das habe ich zu diesem Preis gut gelöst, würde ich sagen. Ne? Sieht auch nett aus. Gell? Was natürlich auch noch geht, wenn man jetzt zwei Tassen kocht, eine links, eine rechts, auf zweimal drücken und auf das gewünschte Bedienerfeld. Und dann hat man jedes Mal zwei Tassen natürlich. Reinigung ist natürlich ganz klar. Heiß Wasser auch einfach. Also alles ganz einfach. Heiß Wasser zeige ich euch auch schnell. Habe ich jetzt einfach mal ein Schüsselchen aus der Miss B Küche. Einfach hier aufmachen und schon kommt heißes Wasser. Und das Wasser, die Kamera ist so weit unten, und das Wasser ist heiß. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, es qualmt sogar, weil es ganz so warm ist hier im Studio. Also wunderbar. Wenn man jetzt Dampf möchte, einfach auf die Dampftaste und hier aufmachen. Und dann kommt, wenn man es so früh aufgemacht hat, kommt der Dampf schon. So, hat man genug Dampf, zurück und schon erledigt sich das von selbst. Zack, von selbst erledigt. So, ja, gibt es sonst noch? Ah, was vielleicht noch interessant ist natürlich, ist hier an der Seite, kann man hier dahinter verbirgt sich die Einheit, wo der Kaffee gekocht wird, kann man einschnappen, rausziehen, spülen, fertig. Also auch eine ganz tolle Geschichte und einfach. Weil das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man das sauber machen kann. Ne? Das ist, und schnell drankommt und nicht die halbe Maschine auseinanderbauen muss. Ne? So, wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte die alle. Und ich glaube aber, ich habe sie euch jetzt nahegebracht. Ne? Wassermenge kann man natürlich auch einstellen, aber das ist ja schon kein Highlight mehr, das macht jede Maschine. Ja, Reinigung, dabei ist ein Reinigungsset natürlich noch. Ja, sonst gibt es dazu einfach nichts zu sagen. Das ist einfach eine schöne, preiswerte, ehrliche, schicke, kleine, leise Kaffeemaschine. Das war's auch schon wieder und bis bald, euer Bernd Manfred Brück. Tschüss.